فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, wir haben gerade einen Vers gehört und wirklich Spaß beiseite, wir müssen uns diese Sache, und das ist das Wichtige im Koran. Allah sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Wollen Sie den, über den Koran nicht nachdenken, den Koran nicht betrachten? Und jetzt hört euch mal diesen Vers an, wo Allah sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziebener Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime. Fürchtet Allah in geziebener Furcht. Man fragt euch, was ist die geziebene Furcht? Geziebene Furcht. Ich kann dir eins sagen. Die geziebene Furcht sehen wir bei vielen Menschen in diesem Lande und an anderen Stellen in der Welt nicht. Denn die geziebene Furcht ist es, dass du Allah über alles fürchtest und über alles liebst auch noch dazu. Aber die geziebene Furcht ist, dass du Allah über alles fürchtest. Subhanallah. Was sagt Allah im Koran? أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet ihr sie, so ist Allah es mehr wert, berechtigter, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. Und wir sehen es heute hier, das ist vielleicht das große Problem, ja, bei sehr, sehr vielen Muslimen, dass die Furcht zu klein ist. Man hat Furcht, die Dunya zu verlieren. Das fängt schon auf der Arbeit an. Das fängt schon auf der Arbeit an. Das fängt beim Ansehen bei Leuten an. Ich gebe dir ein Beispiel. Und diese Sache hat mich sehr beschäftigt, was wir auch letzte Woche in Dortmund, was der Sheikh Abu Saqal Hawini gesagt hat. Hafizahullah. Wo er gesagt hat, stell dir vor, der Prophet a.s. steht vor dir, ja, und sagt, zieh diesen Ring aus, zum Beispiel den Goldring. Ja, wie die Geschichte mit dem Gefährten, der einen Ring aus Gold hatte, der Prophet zieht ihm diesen Ring ab und wirft ihn weg, und nachher wird sie gesagt, er soll den Ring doch wieder aufheben. Wahrscheinlich um ihn zu verkaufen oder ähnliches. Auf jeden Fall, er sagt, ich kann den nicht mehr aufheben. Den Ring, den der Prophet a.s. abgezogen hat. Und hier ist der Punkt. Wenn wir einen Hadith hören vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dann ist das für uns so, als wenn der Prophet a.s. es zu dir persönlich sagt. Deswegen sage ich hier zu jedem, ja, wir haben gerade gesagt, fürchte allein geziebener Furcht. Und sterb nicht anders denn als Muslime. Denn wenn du Allah nicht in geziebener Furcht fürchtest, das heißt mehr fürchtest als alles andere, dann ist die Gefahr da, dass immer wieder etwas von deinem Iman weggenommen wird. Bis du nackt da bist. Bis der Iman weg ist. Das ist der Punkt. Und jetzt guck mal, zum Beispiel, und ich fange heute direkt an, mich unbeliebt zu machen. Der Prophet a.s. sagt, mach den Schnurrbart kurz, lass den Bart lang wachsen. Ich sage dir, was sagst du jetzt? Meine Arbeit, meine Familie, wir gucken die Leute mich an. Ich sage zu dir, schieb die Leute alle auf Seite. Schmeiß, vergiss die Leute. Stell dir vor, der Prophet a.s. steht vor dir und sagt zu dir, mach den Schnurrbart kurz und lass den Bart lang wachsen. Würdest du zum Propheten sagen, Gesandter Allah, ist das Sunnah oder Mustahab oder ist das Wajib? Ach, immer ganz ehrlich, würdest du sagen zum Propheten, ist es Sunnah oder ist es Fard? Ach, ich glaube, keiner würde sich das wagen, diese Frage zu stellen. Versteht ihr, Bruder, hier fängt das an. Es wird natürlich der ein oder andere sagen, ist das alles? Nee, ich habe nur ein Beispiel gebracht. Ich habe nur ein Beispiel gebracht. Weil viele werden mit der Ausrede kommen, ja, ist das alles? Bruder, willst du jetzt die Religion darauf beschränken? Nein! Aber wenn du noch nicht mal in der Lage bist, das zu machen, wie willst du in der Lage sein, was Größeres zu machen? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Der Prophet, a.s. sagt, der sagt, ja, Isaratul Muslim illa nisf al-saq. Fala junaha fima baynahu wa bayn al-ka'bayn. Das heißt, das Untergewand, zum Beispiel Hose,
Jalabiyya und so weiter, des Muslims geht bis zur Hälfte der Wade. Ja, das mal zu demonstrieren. Ja. Jetzt, ich habe das nicht bis zur Hälfte der Waage, aber das wäre jetzt bis zur Hälfte der Wade, so. Okay? Und es ist keine Sünde zwischen das, was hier ist, und zwischen den zwei und zwischen den Knöcheln. Es ist keine Sünde. وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. Und was unter den Knöcheln ist, ist im Feuer. Und dann sagt er: ومن جرى إزار بطرا لم ينظر إلى إليه. Und wer sein Isar aus Hochmut unter den Knöchel zieht, den wird Allah sozusagen am jüngsten Tag noch nicht mehr angucken. Das heißt, hier wird ein Unterschied gemacht in dem Hadith, den Sunan Abi Dawud überliefert wird, zwischen dem, der das aus Hochmut macht, und zwischen dem, der es nicht aus Hochmut macht. Über den, der es aus Hochmut macht, wird gesagt, Allah wird ihn nicht angucken. Über den, der das nicht aus Hochmut macht, wird gesagt, das Gewand ist im Feuer. Jetzt wird natürlich jemand sagen, Abu Hamza, ist das alles an der Religion? Es gibt doch in der Religion noch andere Sachen. Es gibt doch in der Religion noch Birrul Walidein und es gibt in der Religion den Nachbarn gut behandeln und so weiter und so fort. Ich sage dir, ja, das gibt es. Aber den Nachbarn gut behandeln, deine Eltern gut behandeln, das ist etwas, wo dich keiner sozusagen auf gut Deutsch blöd anmacht. Verstehst du, beim Bad sagen sie vielleicht, du bist Terrorist. Wenn du die Eltern gut behandelst, sagt jeder auch, der ist nett zu seinen Eltern. Hast du kein Opfer gebracht. Wenn du gut zu deinem Nachbar bist, dann ist der Nachbar auch gut zu dir. Das heißt, du hast eigentlich etwas für dich selber gebracht. Aber wenn du da die Hose hochmachst, das sind so viele Zentimeter, da könnte es sein, dass irgendjemand sagt, ja, guck mal, wie der rumläuft, guck mal, wie der aussieht. Verstehst du? Aber dann muss dir egal sein, was die erzählen. Ja, wie die ganze dumme Gequatsche. Ja, ja, guck mal, wie es aussieht hier. Es sieht nicht aus. Es ist mir doch egal, ob das nicht aussieht. Für mich ist wichtig, dass das bei Allah gut aussieht. Und nicht, ob der eine sagt, ja, jetzt siehst du aus, wie, als wenn wir Hochwasser haben oder irgendwas, ja, was die Leute erzählen. Ja, ich meine, das ist ja nicht meine, aber auch das, was die Leute erzählen. Verstehst du, was ich meine? Was interessiert mich das, ob der das sagt oder nicht? Versteht ihr, was ich meine? So, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, so viel Zentimeter zu ändern, wie wollen wir in der Lage sein, die Situation der Umma zu ändern? Ach, wir reden über große Probleme. Ja, in dem Land so und so, in dem Land so und so, in dem Land so und so, in dem Land so und so. Ach, die Logik zeigt, wenn du noch nicht mehr in der Lage bist, an dir selber die kleinste Veränderung zu unternehmen, zum Schneider zu gehen und 5 Zentimeter von deiner Hose zu kürzen, ganz logisch, dass du nicht das Problem am anderen Ende der Welt lösen wirst. Wo sie dich mit der ganzen Armee verfolgen. 100%. Versteht ihr? Das ist das, was ich meine. Wir haben große Probleme, aber wenn wir die kleinen Probleme nicht lösen, was ist dann mit dem, wie wollen wir die großen Probleme lösen? Wie willst du, naja, ihr habt es glaube ich schon kapiert, Alhamdulillah. So, und jetzt danach kommen, nachdem gesagt wird, fürchtet allein geziebener Furcht. Nicht der, der jemand von Hochwasser erzählt oder der, der was von diesem oder jenem erzählt. Und der sagt, oh, jetzt mit Bart, das sieht aber nicht so gut aus. Ja, ist der Hijab für den Mann, Alhamdulillah. Der Bart. Ja, dann sagen die vielleicht, ja, Mensch, wo er so glatt rasiert, also sah doch so sanft aus. Jetzt sieht er irgendwie so wie Taliban aus, ja, beispielsweise. Jedenfalls, danach sagt Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und sterbt nicht anders denn als Muslime. Und guck mal, und deswegen möchte ich diese Sache ansprechen, subhanallah, weil das ist eine der größten, das ist die größte Gnade überhaupt. Dass du als Muslim stirbst. Aber wenn du Allah nicht in geziemener Furcht fürchtest, dann bist du in Gefahr, dass du nicht als Muslim stirbst. Und was ist mit dem, der nicht als Muslim stirbt? Was sagt der Prophet? عليه الصلاة والسلام. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. لا يهودي ولا نصراني ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Das heißt, jeder, der von mir hört, von dieser Umma, sei er Jude, Christ, egal was, und dann nicht daran glaubt, womit ich gekommen bin, wird im Jenseits zu den Gefährten des Feuers gehört, für Ewigkeit dort drin bleiben. Zu dem Vers in Kitab von Tabari lesen wir, zu dem Vers,
wo Allah sagt, inna alladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ja, ja, dieser Vers, ich glaube Sure 2 Vers 94 oder Sure 2 Vers 62 müsste das sein. Ja, jedenfalls in diesem Vers sagt Allah, die geglaubt und die Juden und die Christen und die Serbier, alle die an Allah an den jüngsten Tag geglaubt haben, gute Werke getan haben, so werden sie keine Furcht haben. Ja? Und sie werden nicht traurig sein. So, jetzt, wann ist der Vers herabgesandt worden? Dieser Vers ist herabgesandt worden über die Gefährten von Salman al-Farisi. Salman al-Farisi war sozusagen ein christlicher Gelehrter gewesen, der von seinen Lehrern wusste, dass der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel kommen wird. Und er ist deswegen nach Medina gegangen und hat den Propheten a.s. erkannt an einem Zeichen am Rücken, an dem Mal, an dem Kennzeichen für das Khatam al-Nabiyyin, dass er Siegel der Propheten ist, und dass er keine Spenden annimmt, aber Geschenke. Daran hat er den Propheten a.s. erkannt. Und über diese Leute, die also glauben, dass der neue Prophet kommt und die zum Beispiel Salman al-Farisi dorthin geschickt haben, hier wird gesagt, die werden keine Angst haben, werden nicht traurig sein. Das heißt, alle die vorher an Jesus geglaubt haben, die vorher an Moses geglaubt haben. Und jetzt sagt der Prophet, man kana ala dini Isa, fahuwa ala al-khair. Wer auf der Religion von Isa war, der ist auf der richtigen Seite, dem geht's gut. Wa man sami'a bi al-yawm, wa lam yu'min bi ladhi ursiltu bi, faqad halak. Und wer heute von mir hört und dann seine Religion nicht daran glaubt, womit ich gekommen bin, der ist schon vernichtet. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, inna dina inda Allah al-Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam. Dann sagt Allah im Koran, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und ich möchte diese Sache hier nochmal ganz klar und deutlich betonen. Warum ist das erstmal wichtig zu erwähnen? Erster Grund, damit wir uns dieser Gnade bewusst sind. Ach, kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen in die Hölle gehen werden? Die meisten Menschen werden in die Hölle gehen. Und nur ein klitzekleiner Teil wird ins Paradies kommen und Allah hat dich ausgewählt. Subhanallah, wenn du dir dieser Sache bewusst bist, dass Allah dich auserwählt hat. Du hättest Buddhist werden können, Hindu werden können, Jude werden können, Christ werden können, Faschist werden können, irgendwas werden können. Aber Allah hat dich zu einem Muslim gemacht. Jetzt frage ich dich, was hast du dafür getan, Achi? Das ist der Schlüssel zum Paradies. Hier hinten hinter uns steht es. Das ist der Schlüssel zum Paradies, dass Allah dich zu einem Muslim gemacht hat. Ach, kannst du dir vorstellen, wie, man kann gar nicht Allah genug dafür danken. Ach, und das geht aus einem Hadith hervor, dass eine Person, die sein ganzes Leben von Anfang bis Ende auf dem Gesicht für Allah über den Boden gestreift wird, am jüngsten Tag diese Tat als gering achten sehen wird. Wenn ihm das gemacht worden wäre, ja. Versteht ihr? Schau dir an, wie die Leute für ihren Glauben gekämpft haben. Eine Geschichte haben wir im Koran. Also wir haben im Koran viele Geschichten, aber eine Geschichte davon ist das Habul Uchdud. Kannst du dir vorstellen, das Habul Uchdud, es wird ein Graben gemacht und in dem Graben werden Leute reingeschmissen. Die werden verbrannt, aber die geben nicht auf. Und wie nennt Allah das? Du musst dir das mal vorstellen, Achi. Was? Alleine die Hölle zu sehen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, La ubrizati naru linnas, ma ra'aha ahadun illa mat. Wenn die Hölle den Menschen sichtbar gemacht werden würde, hier, also jetzt im Diesseits, die würde, jeder, der sie sieht, würde sterben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kannst du dir vorstellen, die Hölle, du siehst sie und du stirbst. Versteht ihr? Das muss man sich mal vorstellen. Ich frage mich hier, kann sich das einer vorstellen, dass wenn er etwas sehen würde, er wäre so schockiert, dass er sterben würde? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und jetzt nicht nur sehen, jetzt stell dir vor, in dem, was, wo du schon vom Anblick im Diesseits sterben würdest, du müsstest dort für alle Ewigkeit rein, Ausubillah.
Alleine der Anblick, stell dir vor, du siehst die, weiß ich nicht, kilometerweit entfernt, du würdest im Diesseits vor Schock tot umfallen. Aber im Jenseits, die Leute sind dort drin, die kommen doch nicht mehr raus. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Dann werden sie dort weder sterben noch leben. Weil das ist kein Leben nachher. Und auf der anderen Seite, subhanallah, Brüder und Schwestern, das Paradies. Guck mal, Leute, in Deutschland, Leute, die machen bei einem Dings mit hier, bei Lotto, und der vergisst den Lottoschein abzugeben. Der hätte 6 richtige gehabt. Und er hat vergessen, den Lottoschein abzugeben, der macht vor Schreck macht er Selbstmord. Weil der halt 100.000 Euro verschenkt hat, sozusagen. Kannst du dir vorstellen? Leute, die bringen sich um, wenn Bayern München heute verliert, verlieren sollte gegen Inter Mailand. Da sind die am Ende. Da fangen die an zu heulen. Da ist denen ihr Leben nichts mehr wert. Da bringen die sich direkt um, dann ist denen ihr Leben nichts mehr wert. Ach, für so einen Schrott! Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Für Fußball oder keine Ahnung, tanzen, was weiß ich. Aber jetzt stell dir mal vor, Achi, die Trauer, wenn du das Paradies verpasst. Stell dir das mal vor, was das für eine Trauer sein muss. Wenn du weißt, was es dort gibt, Achi. Egal, alles, was du haben willst. Dort gibt es für sie, was sie wollen, bei uns gibt es noch mehr. Anblick von Allah ist das Schönste. Anblick von Allah ist das Schönste. Das können sich die meisten nicht vorstellen. Also, das kann sich gar keiner vorstellen. Aber für die reicht schon der Gedanke, dass die Frau, beziehungsweise Frauen, die er dort bekommt, für ihn so schön ist. Die wird von Mal zu Mal schöner. Verstehst du, hier, wenn man halt längere Zeit verheiratet ist, dann ist irgendwann so der erste Kick weg, sage ich mal, ja? Ist nicht so, dass man die Frau nicht liebt oder so, doch, aber da wird immer besser. Und unglaublich. Ich sag, wo du siehst, die Frau fällt vor Erstaunen in Ohnmacht, aber. Das kann sich vielleicht der ein oder andere, kann sich das eher bildlich vorstellen. Aber versteht ihr? Stell dir mal vor, das verpasst du. Was es dort alles gibt. Hör mal, wenn wir das sehen, dann müssen wir echt Allah subhanahu wa ta'ala danken. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Leute, weil über die Gnade des Islam fürs Jenseits haben wir schon oft geredet. Und dass wir unfähig sind, Allah geziemend zu danken dafür. Und da kannst du 10 Stunden drüber reden und du wirst nicht müde, über die Gnaden und über die Ehre zu reden, dass Allah dich zu einem Muslim gemacht hat. Du kannst immer weiter davon. Du kannst theoretisch kannst den ganzen Tag von morgens bis abends anfangen, darüber zu reden, was im Jenseits passiert. Weil es ist so viel, das kriegst du gar nicht verarbeitet. Aber ich möchte etwas anderes sagen. Die Gnadengabe des Islam im Diesseits. Da sage ich nur, und lebt, eben haben wir gesagt, sterbt nicht anders denn als Muslime, sterbt nicht anders. Jetzt sage ich, lebt nicht anders denn als Muslime. Denn subhanallah, der Islam, der gibt dir so eine Power, wenn du den richtig praktizierst, ach, da kann sich die ganze Welt gegen dich versammeln. Da kann sich die ganze Welt gegen dich versammeln. Und tatsächlich, das ist das, was der Prophet alaihi salatu wassalam sagt. Der sagt, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِنِّي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكِ. Das heißt, wenn sich die ganze Umma, das heißt die ganze Welt versammelt für dich, um dir in irgendeiner kleinen Sache zu nützen, die können dir nichts nützen, außer was Allah für dich geschrieben hat. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَدْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und wenn sie sich versammeln, um dir in irgendeiner Sache zu schaden, die können dir nicht schaden, außer das, was Allah für dich schon geschrieben hat. Ach ja, alleine dieser Vers, alleine dieser Hadith, ach ja, das ist unglaublich. Unglaublich. Überleg mal die Leute, was die für Ängste haben. Hoffentlich vergibt sich für meine Frau, hoffentlich passiert nicht dies, hoffentlich passiert nicht das, Krankheit, dies, das, Hass nicht. Die sind, die ganze Leben leben die nur in Paranoia.
Guck dir das mal an, die sind nur Tabletten am Nehmen hier in Deutschland. Weißt du, was jährlich, wie viele Millionen ausgegeben wegen irgendwelchen Betäubungsmittel? Alleine der Alkohol, das ist das tägliche Betäubungsmittel für Müller, Meier, Schmitz, der Jägermeister, wird da getrunken, um sich von den täglichen Depressionen zu befreien, weil er mit seinem eigenen Leben gar nicht klarkommt. Wie will der auch mit seinem eigenen Leben klarkommen, wenn der denkt, boah, gestern, da war ich doch jung und schlangen, heute sehe ich aus wie so eine, wie, okay, ich würde es nicht aussprechen, und bin 30 Jahre älter geworden. Und das innerhalb von, in einem Moment, guck mal, wie schnell man altert. Wie will der damit klarkommen? Und er weiß, morgen geht es ab ins Grab. Morgen geht es ab ins Grab, was ist danach? Morgen kommt die Erde drüber und dann, wofür hast du überhaupt gelebt? Was war überhaupt der Sinn deines Lebens? Wie will jemand, der so lebt, wie will der glücklich sein in seinem Leben? Kannst du mir das mal erklären? Niemals. Und das siehst du. Du brauchst hier nur vor die Tür zu gehen. Glaub es mir. Stell dich vor die Tür, warte 5 Minuten und du siehst irgendeinen Geistesgestörten an der Moschee vorbeikommen, der mit seinem Leben nicht klarkommt. Die brauchen nicht so viel zu investieren in irgendwelchen pharmazeutischen Gedöns. Die sollen lieber die Leute zum Islam rufen. Da haben die sich viel Geld gespart. Dann können wir die ganzen Irren behandeln. Mit der Medizin, die jedem Menschen einen Sinn im Leben gibt, Alhamdulillah. Aber guck dir das mal an. Jetzt gebe ich euch eine Geschichte. Überleg dir mal bitte, welche Situation im Leben ist die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst. Überleg dir mal so vom Leben her, nur von deinem Körper her, was ist das Schlimmste überhaupt? Vielleicht wird der eine oder andere sagen, querschnittsgelähmt sein. Könnte sein, dass der eine oder andere sagt, das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Stell dir vor, ich kann nicht mehr alleine auf Toilette gehen, ich kann noch nicht mal unten rum kontrollieren, dann mache ich in die Hose, ich spüre meine Beine nicht mehr, ich kann mit meiner Frau nicht mehr geschlechtlich verkehren, ich kann nicht mehr gehen, ich liege den ganzen Tag im Bett. Stell dir mal vor, es ist wirklich, das ist eine richtig harte Situation. Ich war vor 3 Wochen mit dem Mohammed ibn Saad, den ich heute noch mitbringen wollte, aber es hat nicht geklappt, der Schüler von Abi Saq al-Haweni, war ich im Krankenhaus gewesen. Ein Arzt hat uns gesagt, komm, wir gehen mal da ins Krankenhaus, da ist ein muslimischer Bruder, liegt dort, der ist gelähmt. Da sind wir dort in das Zimmer reingegangen und Brüder, wirklich, das ist eine Geschichte aus dem Leben. Unglaublich. Wir kommen in das Zimmer rein, da liegt der auf dem Bett und das Licht ist aus. Der hat hier wie so ein Kabel, so ähnlich, etwas härter ist, wo der die Schwester mitrufen kann. Kannst du dir das vorstellen? Der kann also die Schwester rufen mit diesem Kabel, dann hat der Bruder ein Bad und der liegt in dem Bett. Jetzt stell dir mal vor, wir kommen dort rein, dann sagt er erstmal, mach das Licht an. Dann sehen wir den Bruder mit Bart und sein Gesicht, ach, er hat so viel nur und der ist am Lächeln. Sagt, Salam alaikum wa rahmatullah, schön, dass ihr mich besucht. Ist die ganze Zeit am Lächeln. Achi. Dann haben wir mit ihm geredet, dann hat er erzählt, Qadarullah, dass er sich gerne die Vorträge von mir auf Deutsch hört und die Vorträge von Abu Ishaq auf Arabisch. Natürlich ist es vom Wissensstand her kein Vergleich, aber ich meine nur als Beispiel. Vom Qadar her, wir kommen dorthin und der Bruder hat Ziele, der hat Bücher dort, der will Islam lernen. Er sagt, ja, können wir nicht hier irgendwie Unterrichte machen, das heißt, dass man Mustala al-Hadith lernt und so weiter und so fort. Kannst du dir vorstellen, dann fragst du ihn, wie geht es dir, weißt du, was der sagt? Alhamdulillah. Und strahlt. Stell dir mal vor, du gehst einen Käfer besuchen im Krankenhaus, der querschnittsgelähmt ist. Und du fragst ihn, wie geht es dir? Stell dir vor, du gehst einen Käfer im Krankenhaus und sagst, wie geht es dir? Was will der sagen? Der wird sagen, mein Leben ist gelaufen. Ich warte hier auf den Tod, ich bin schon tot, obwohl ich spüre nur noch was. Ich bin schon tot. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr mit meiner Frau schlafen. Ich kann nicht mehr alleine auf Toilette gehen. Ich bin tot, aber mein Kopf, der lebt noch.
Ich kann doch nicht mal alleine vernünftig essen. Aber guck dir diese Person an, Achif, was der für ein Power hat. Und dann, guck mal, dann hat der Muhammad ibn Sa'd zu ihm den Hadith gesagt, Ajaban li amri al-mu'min fa inna amrahu kullu khair. Verwundernswert ist die Lage des Gläubigen, alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. So geht's nur dem Mu'min. Inna sabatu sara'u shakar fa kana khairan lah. Wenn ihn eine Hechte, eine Freude trifft, ein Kind oder irgendwas, ist er dankbar, sagt er Alhamdulillah. Das ist gut für ihn. Wa inna sabatu dharra sabar fa kana khairan lah. Sabar fa kana khairan lah. Wenn ihn eine Hechte trifft, eine Probe trifft, ein Schlag trifft, ist er geduldig und das ist gut für ihn. Weil der weiß, geht nicht um das Diesseits. Subhanallah. Guck mal, was der Islam dir für eine Power gibt. Egal, was dir passiert. Aber Brüder, wo sind wir davon, von diesem Bewusstsein? Wo sind wir von diesem Bewusstsein, Brüder? Wenn hier in Deutschland 10.000 Muslime nur dieses Bewusstsein hätten, glaub es mir, dann könnte Frau Merkel schon ihren Posten abgeben. 100%. Glaub mir. Aber Problem ist, Achi, man ist gekommen, um Geld zu verdienen, Achi. Und nach 20, 30 Jahren hat sich nichts verändert. Wie ein deutsches Sprichwort sagt, der Fuchs, der ändert sein Fell im Frühling und im Herbst, aber den Charakter ändert er nicht. Wenn du dir einmal eine Charaktereigenschaft eingeballert hast, ist schwer davon wegzukommen. Und deswegen auch in der Erziehung mit den Kindern muss man immer versuchen, ihm die richtigen Charaktereigenschaften beizubringen. Ich gebe euch ein Beispiel. Sidq, Wahrhaftigkeit, das ist eine Charaktereigenschaft. Ich kenne viele muslimische Kinder, die notorische Lügner sind. Du sagst zu ihm, hast du das gemacht? Nein, nein, das habe ich gar nicht gemacht. Wisst ihr warum? Das ist eine Erziehungssache. Der hat die Erfahrung gemacht, wenn er seine Eltern anlügt und sagt, er hat es nicht gemacht, wird er in Ruhe gelassen. Aber wenn er zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, kriegt er Schläge. Und das ist genau falsch. Man muss, wenn er etwas zugibt, muss man sagen, mach das nicht nochmal. Sei froh, dass du nicht gelogen hättest, sonst hättest du richtig Ärger bekommen. Dann wird er die Erfahrung machen innerlich, dass es schlecht ist zu lügen. Aber glaubt es mir, es gibt so viele Kinder, die haben sich das Lügen dadurch angewohnt. Das ist eine Charaktereigenschaft, die der nicht mehr loskriegt. Weil die Chuluk, Achlag, Sachen, gibt es Sachen, die sind wie ein Instinkt und Sachen, die sind wie trainiert. Aber wenn du dir das einmal drin hast, ist ganz schwer davon wegzukommen. Das nur kurz am Rande. Jetzt, das Vertrauen auf Allah und dieses Bewusstsein von diesem Menschen, der da im Krankenhaus liegt. Und ich kann euch vielleicht auch mal, wenn ihr da in der Nähe seid, das ist in der Nähe von Bonn, bei Neuwied, in dem Krankenhaus, kann ich euch mal die Adresse geben, können wir den mal besuchen. Da werden die gucken, wenn er jeden Tag da die Leute ankommen mit Jalabia und Bart und so. Alhamdulillah. Deswegen, Brüder, ich kann nur eins sagen, ich war nicht Muslim gewesen. Und hättet ihr mich damals gesehen, ich glaube, ihr hättet bestimmt gedacht, boah, das ist voll der coole Typ. Ehrlich. Also kann ich mir gut vorstellen, weil ich war früher sehr witzig gewesen. Ich war nur crazy im Kopf, ja. Ich habe das jetzt schon wieder auf dem Dings gesehen hier, auf diesem Video da, ja. Und ich musste immer irgendwas unternehmen, mal dahin, mal dies, das, Kino, Disco, Baba. Du konntest richtig Spaß mit mir haben, ja. Also so Jahiliya-Version Spaß, ja. Aber ehrlich gesagt, hättest du mich damals gefragt, wie geht es dir, wie ist dein Leben? Hätte ich gesagt, boah, super. Cool. Ich habe Freunde ohne Ende. Mein ganzes Handy ist voll. In jeder Stadt, da kann ich stehen. Verstehst du? Also, Disco, ich komme überall umsonst rein. Verstehst du? Als Beispiel. So, da hättest du mich gefragt, ich habe ein schönes Auto. Ne? Zum Beispiel. Und da hätten die Leute gesagt, boah, dem geht's gut, dem Typen. Aber wenn ich zurückgucke in diese Zeit, Achi, und vergleiche das mit jetzt, wie konnte ich damals mit den Problemen im Leben klarkommen?
Ach, wie viel Angst hat denn dieser Mensch, sein Leben zu verlieren? Und guck mal, jeden Tag kannst du dein Leben verlieren, jeden Tag kann es vorbei sein. Bruder, ich bin damals nach Vancouver geflogen, und dann im Flugzeug kam dann dieses Lied hier von Titanic. Once more, ja? Ich wollte es nur mal kurz, damit ihr weißt. Da, 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 ja? Ach, und ich habe so eine Paranoia bekommen, weißt du, dieses Lied von dem Schiff, das untergegangen ist. Jetzt sitze ich im Flugzeug und dann auf einmal läuft dieses Lied. Boah, dein letzter Tag hat geschlagen, hör mal. Stell mal vor, du bist jetzt weg vom Fenster, was ist denn dann los? Boah, ich hatte so eine Angst gehabt die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, boah, du musst dich jetzt gut verhalten, nicht, dass nachher was, dir was passiert und so weiter und so fort. Ohne Quatsch, ach, orientierungslos, ohne Ende. Und wenn du dann erzählst, ja, ich bin Muslim geworden, ich habe den Sinn des Lebens gesucht, dann sagt man, ja, das sind Leute, die haben keinen Sinn im Leben, die kamen nicht mit ihrem Leben klar. Wer kommt denn hier mit dem Leben klar? Kannst du mal sagen, wer hier mit dem Leben klarkommt? Ach, ich bin hier gerade durch Bremen gefahren. Da habe ich gedacht, boah, hier kommt wahrscheinlich gar keiner mit dem Leben klar, oder? Hör mal, ist ja unglaublich. Ey, was hier rumläuft, ich habe gedacht, ich bin auf der Geisterbahn, ey, gelandet. Ja, hier tut mir furchtbar leid. Aber das müssen wir einfach spüren, was der Islam dir für eine Power gibt. Wirklich, wenn du den Islam richtig spürst, da kann dich nichts erschüttern. Da kann dich nichts erschüttern. Da könntest du dich glatt in Neukölln vors Rathaus stehen und sagen, und ich stehe hier! Ja, ohne Quatsch. Ach, das ist das. Aber ansonsten, guck dir mal an, Leute, was der Islam den Leuten für ein Power gibt. Ey, die Kuffar kommen gar nicht damit klar. Die geben Geld aus ohne Ende. Milliarden geben die aus, um Islam klein zu machen. Und der ist wie so ein Tennisball. Umso stärker die dagegen schlagen, umso weiter fliegt er. Verstehst du? Deswegen, Leute, diese Ehre müssen wir haben. Und ich will euch dieses Bewusstsein geben. Es sind heute viele Jugendliche hier. Viele Jugendliche sind hier. Und ich sage euch, seid stolz auf eure Religion und seid froh. Und ihr müsst eins wissen von jemandem, der vor euch sitzt, der diesen ganzen Schrott gesehen hat. Disco-Profi gewesen und so weiter und so fort. Glaub es mir. Ich kann dir nur sagen, vermisse bloß nicht diesen Schrott da draußen. Diesen ganzen Gehirnschrott, der dein Gehirn vergiftet. Sondern sei froh, dass du ein Muslim bist und versuche etwas für diese Religion zu machen.